Hallihallo und herzlich willkommen zu Feuerjob Gaming. Ich bin Luna und wie ihr hier auf dem Bildschirm seht, auf eurem Bildschirm seht, spielen wir ein kleines Spiel namens Project Cat. Das ist der Prolog zu dem Spiel, das noch in Entwicklung ist, namens Paper Lily. Und anscheinend haben wir dort einen goldenen Brief bekommen und versuchen nun herauszufinden, was dahinter steckt. Es ist ein Horror-RPG. Und ja, es ist auf Englisch, aber ich werde versuchen, so gut wie möglich es zu übersetzen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten einmal. Hallo? Ah. Ja. Bäume, Gras, eine Mädchen, was auf dem Gras schläft. Sie tut Gras berühren. Schon mal gut. Okay. BSAD benutzen, um sich zu bewegen. Wir können E oder Enter nutzen, um uns zu bewegen. Laufen wir mal hier hoch. Hopp. Ein Schloss. Okay, E, um mit mir Umgebung zu interagieren. Okay, Enter können wir auch geben. Oh, eine Blume. Da ist eine weiße Blume auf dem Boden. Oh, okay. Kann wieder irgendwas aufheben. So, sollen wir gehen? Wir haben eine weiße Blume bekommen. Okay. Escape drücken, um das Menü und das Inventar zu sehen. Ah, ah, guck mal, da sieht man noch unseren Avatar. Yeah. Eine weiße Blume, die wir auf dem Gras gefunden haben. Es sieht aus, als wäre es eine Lilie. Nehme ich an. Oh ne, es geht das, da wollte ich hin. Also unsere Aufgabe ist es, unsere Umgebung zu erkunden. Wir sind in einem komischen Garten aufgewacht. Wo sind wir? Okay. Ui. Kommen wir in der Öffnung? Okay, hier ist ein Haus. Das Gebäude vorne ist verschlossen. Okay. Um einen Gegenstand zu nutzen, müssen wir uns nahe befinden, damit Escape das bestimmte Ding auswählen. Okay. Ah, wir brauchen die Blume und müssen die wahrscheinlich hier in die Vase tun. Aber wir schauen uns erstmal hier um. Okay, in das Haus können wir schon mal nicht laufen. Da war ein Strauchenweg. Okay. Ja. Die Blume ist ins Wasser gefallen. Oh. Es wird dunkel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles blutig. Was ist jetzt los? Ach, wie schade. Du dachtest, das würde funktionieren? Oh, du solltest vorsichtiger mit deinen Entscheidungen sein. Die Lösung mag offensichtlich sein, aber... Oh, es gibt immer einen anderen Weg. Oh, okay. Du magst es jetzt nicht bemerken, aber deine Handlungen werden einen
Einfluss später oder früher oder später haben. Du magst dich vielleicht noch nicht mehr erinnern, was das Ergebnis ausgelöst hat. Ach, guck mal, das sind sogar Augen im Gras. Oh. Leider ist das Bereuen immer der Schatten einer Entscheidung. Ja. Auch du weißt ganz genau, dass das nicht dein Zuhause ist. Also warum tust du mit Sachen handeln, die nicht gehören? Das war jetzt nicht richtig. Egal. Du bist hier nicht willkommen. Schau. Das Ergebnis deiner Aktion. Das Ergebnis deiner Vorstellung. Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Also, warte, war jetzt die Blume ein Vogel? Was denkst du? Sieht das immer noch wie eine Blume für dich aus? Du bist nicht bereit, mit der Wahrheit umzugehen, oder? Ich kann dich nicht aufhalten, herzukommen. Aber wenn du naiv, dumm genug bist, meinen Weg zu kreuzen, werde ich dich selbst töten. So ist der Weg in unserer Welt. Oh, okay. Wir wachen anscheinend. War das ein Traum? Boah, was ein komischer Traum. Jeder muss wechseln. Warum ist das so ein Ding? Dass hier Leute irgendwie in der Schule aufwachen und plötzlich ist alles dunkel und alle sind weg. Also, haben die keine Mitschüler, die Leute aufwecken? Das ist in einem anderen Spiel, was ich gespielt habe, The Coma, ist das genauso passiert. Du, das sind bei den Prüfungen eingeschlafen und wachst. Okay, er ist in einer großen Welt aufgewacht. Vielleicht sind wir auch in einer großen Welt. Sieht aus, als wäre es 11 Uhr. Ich sollte mich aufmachen. Ich glaube, das war das Intro. Oh, schlechte Entscheidung. Pferdeschwanzmädchen. Oh nein. Du hast es bewegt, sagte das hübsche Mädchen. Habe ich nicht. Ich verspreche es. Du weißt ja, dass ich diese Sachen hasse. Schon wieder das Pferdeschwanzmädchen. Ein ruhiges Mädchen. Das kann unmöglich passieren. Es hat stirb geschrieben. Oh, 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 oh nein. Hör auf, rumzualbern. Das ist ernst. Ah, wir hätten das nicht spielen sollen. Das ruhige Mädchen hat recht. Man tut mit sowas einfach nicht rumspielen. Ich hab dir gesagt, wir werden verflucht werden. Okay, das ist... Was war das? Ist das ein Geist? Wir haben einen Geist beschworen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nö, sind nur wir. Oh, nee. Ihr macht so viel Krach. Oh, es ist einfach nur Cat. Was ist mit den verrückten Klopfen? Warum hast du das gemacht? Hat sich erschreckt. Ihr solltet eine Tee sein, wisst ihr? Oh, die ist echt pretty. Die ist pretty statt das pretty girl. Ich soll dasselbe über dich sagen. Warum bist du hier? Also, sagt Hallo zu dem neuen Mitglied des Okkultclubs. Ich hatte die wundervolle Möglichkeit, euch alle als alle Mitglieder gestern zu treffen. Ich kann mich nicht erinnern, euch dort gesehen zu haben. Ihr seid nicht Teil des Clubs, oder? Das ist lustig. Ich habe dich nicht für einen Okkult-Typ gehandelt. Halten, Cat.
Das ist, weil ich es nicht bin. Hey, wir machen hier etwas. Hatte denn ich eben noch richtig scheiß Angst? Ich erspare euch den Ärger. Ihr alle drei, bewegt euch. Hä? Ich sag einfach mal den Zeiger. Den Zeiger von eurem Spiel. Ja, hallo, habt es bewegt. Da ist kein Geist im Raum. Oh mein Gott, jetzt wird es hier noch wissenschaftlich. Da ist eine einfache wissenschaftliche Lösung dafür. Erklärung. Das heißt Ideomotoreffekt. Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Yo. Einfach gesagt, genau wie euer Körper auf Schmerz reflexartig reagiert, reagiert er ebenso auf Ideen und bewegt sich von selbst. Also eigentlich nur euer Unterbewusstsein. Ist nicht so unterschiedlich vom Blinken, Blinzeln und Atmen. Aber der Effekt ist noch stärker, wenn mehrere Leute dabei sind, verzweifelt an Geistergeschichten glauben zu wollen und zusammen zu spielen. Es gab einmal ein Experiment, wo die Spieler die Augen verbunden hatten und plötzlich konnte der Geist keine Nachrichten mehr schreiben. Ihr könnt es probieren, wenn ihr mir nicht glaubt. In anderen Worten, eure mysteriösen Antworten vom Jenseits ist nur eure Imagination, die Streiche mit euch spielt. Ja, das ist auch meine Reaktion. Danke, dass du dir die Laune vermiesen hast. Du musst sehr lustig sein an Partys. Danke, The Cat. Immer wieder gern. Okay, Zeit zu suchen. Ich sollte über meine Notizen gehen und sicher gehen, dass ich nichts vergessen habe. Hey, wir haben ein neues Objekt, eine neue Aufgabe. Wir sollen unsere Notizen kontrollieren, um unser Gedächtnis zu erfrischen. Ich sollte über meine Ritualnotizen gehen, um sicher zu gehen, dass ich nichts vergesse. Haben wir hier? Wir haben ein Feuerzeug, 12 Kerzen und Notizen. Oh mein Gott. Ich brauche 3 Räume, 12 Kerzen, ein Feuerzeug, eine Rune, ein bisschen Haar und Kreide. Vorbereitung. Das ist ja alles ganz schön schwer. Die Schreibtische in jedem Klassenraum sortieren, alle Lichter ausschalten und die Vorhänge zumachen, einen Weg durch 3 Räume mit Kreide zeichnen, im mittleren Raum eine Kerze auf den Tisch stellen, die Kerze anmachen und 5 Minuten warten. Nach dem Warten das Haar verbrennen, alle Kerzen auspusten, Augen schließen und bis 100 zählen, Augen öffnen und dann... Okay, also wir müssen jetzt die Schule dann noch absuchen und hier sollte die Rune sein, die uns fehlt. Okay. Bist du eine Rune? Ein ausgeschöpfter Rabe. Eine interessante Auswahl an Dekoration. Oh! Okay, die
begraben sind Safe Points. Ein Mülleimer, der voll ist. Ein dickes lila Buch. Ein Zauberbuch sieht komisch aus und fake. Ein Globus mit roten Kreuzen. Boxen mit einem Symbol drauf und verschlossen. Ah! Okay, die Runen sind anscheinend da drin und wir müssen sie aufmachen. Ja. Radio. Was machst du? Mich umschauen. Okay. Box und Gläser mit irgendwas gefüllt. Ein Christ und Wahrsagerkugel. Hey. Dieses billige Plastik Äußere macht's wirklich authentisch. Pflanzen? Ah, warte. Okay. Alter, was haben wir hier alles? Oh, wir haben eine. Wir machen mal noch Blumen. Süß. Das war das sinnloseste Ding, was du heute gemacht hast. Ein Buch namens Magische Kreise für Einfache. Für Dumme? Ein Buch namens Die Wahrheit hinter Meerjungfrauen entlöst. Das Buch heißt Creepy Cryptids. Keine Ahnung, was das ist und wo sie zu finden sind. Gruselige Nachrichtenartikel und Poster. Das ist die Box für das Spiel, was die Mädels spielten. Es sagt Ouija Gameboard für 2 bis 4 Spieler. Bekommt Fragen vom Jenseits. Achtung! Wir übernehmen keine Verantwortung für irgendwelche Effekte, die während des Spiels passieren. Und euch oder euren Lieben passieren können. So wie Enttäuschung, oder? Aber wir haben jetzt immer. Warte. Schoolbag. Ein Schulranzen, da ist etwas drin. Ponytail Girl fragt: Brauchst du etwas? Vielleicht später. Ja, mal, wenn wir noch. Ich wette, du denkst, du bist so lustig. Aber wir haben andere Pläne heute Nacht. Was auch immer du sagst. Okay. Mädchen ist darauf fixiert, ihre Schleife zu reparieren. Was schaust du denn an? Ich habe immer noch keine. So, können wir raus? Ja, wir können raus.